So, meine Damen und Herren, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, ich werde Ihnen jetzt den Bericht des Aufsichtsrates geben. Dazu soll ich einen Pult bekommen. Meine Damen und Herren, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, ich komme zum Bericht des Aufsichtsrats. Den ausführlichen schriftlichen Bericht des Aufsichtsrats liegt Ihnen im Geschäftsbericht beginnend Seite 7 vor. Und deswegen möchte ich den hier zusammenfassen in den wichtigsten Punkten. Der Aufsichtsrat hat die Führung der Geschäfte durch den Vorstand auch im letzten Jahr intensiv begleitet. Insgesamt 39 Sitzungen, davon 8 Aufsichtsratssitzungen, eine eintägige Klausurtagung sowie 30 Sitzungen der Ausschüsse, die Teilnahmequote insgesamt bei 95%. Die Zusammenarbeit mit dem Vorstand war und ist sehr gut und sehr vertrauensvoll, durchaus kritisch. Durch die hohe Sitzungsfrequenz stehen wir im engen, regelmäßigen Kontakt mit dem Vorstand. Wesentliche Grundlage für die Erfüllung der gesetzlichen Überwachungsaufgaben waren die schriftlichen und mündlichen Berichte des Vorstands. Der Aufsichtsrat hat sich in seinen Sitzungen regelmäßig mit der aktuellen Situation des Unternehmens befasst. Der Vorstand ist seinen Informationspflichten vollumfänglich und zeitnah nachgekommen. Die Berichte entsprachen vom Inhalt und Umfang den vorgegebenen Anforderungen. Auch zwischen den Sitzungen hat der Vorstand über Einzelfragen schriftlich oder in Gesprächen berichtet. Zudem habe ich mich mit dem Vorstandsvorsitzenden in regelmäßig stattfindenden Terminen ausgetauscht. Der Aufsichtsrat ist aufgrund seiner Prüfungen und Erörterungen mit dem Abschlussprüfern zu der Einschätzung gelangt, dass das interne Kontrollsystem, das Risikomanagement und das Compliance-Management-System sowie das interne Revisionssystem wirksam und funktionsfähig sind. Die Geschäfte und Maßnahmen, die uns der Vorstand gemäß dem Katalog der zustimmungspflichtigen Geschäften nach der Geschäftsordnung von Vorstand und Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2021 zur Zustimmung vorgelegt hat, haben wir mit dem Vorstand diskutiert und eingehend geprüft und wir haben den vorgelegten Maßnahmen jeweils zustimmen können. Der Abschlussprüfer hat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss sowie den zusammengefassten Lage- und Konzernlagebericht geprüft und jeweils einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss nach eigener Prüfung in seiner Sitzung am 23. Februar 2022 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt. Das Jahr 2021, wie Herr Höttges es bereits dargestellt war, war für die Telekom ein Jahr mit vielen Herausforderungen, aber auch großen Erfolgen. Oder man müsste sagen, trotz der vielen Herausforderungen mit Erfolgen. Es war ein weiteres Rekordjahr. Lassen Sie mich kurz die inhaltlichen Schwerpunkte der Arbeit des Aufsichtsrats im letzten Geschäftsjahr nennen. Jahres- und Konzernabschluss, Geschäftsstrategie und Entwicklung in den USA, Vereinbarung mit Softbank, durch die die Deutsche Telekom ihre Beteiligung an der T-Mobile US erhöht hat und Softbank neue Aktionärin der Deutschen Telekom wurde. Erwerb von Spektrum in den USA, Weiterentwicklung der Konzernstrategie. Herr Höttges hat darüber gesprochen, führende digitale Telco. Zusammengefasst in der Vision 2030. Wir haben uns beschäftigt mit der Markt- und der Wettbewerbssituation und natürlich auch mit der Finanz- und Schuldensituation. Solide Finanzen sind ein Muss. Wir haben uns beschäftigt mit dem Vorschlag zur Wahl an die Hauptversammlung bezüglich des neuen Abschlussprüfers. Die Rotation musste stattfinden. Wir haben das Vorstandsvergütungssystem weiterentwickelt. Dazu gleich mehr. Herr Höttges hat den Verkauf der T-Mobile Niederlande angesprochen.
Er hat auch angesprochen die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit einem Finanzinvestor zum Glasfaserausbau und das immer wichtiger werdende Thema ESG. Herr Höttges hat darüber gesprochen, das heißt nachhaltigkeitsbezogene Verantwortung im Unternehmen für die Bereiche E, Environment, Umwelt, S, Social, Soziales und G, Governance, gute Unternehmensführung. Wir haben uns erneut intensiv mit diesen Themen befasst, insbesondere mit dem E bei der Ausgestaltung der Ziele im Vorstandsvergütungssystem. Die Zuständigkeit für das ESG-Thema, und das möchte ich hier nochmal betonen, haben wir dem Ressort von Herrn Höttges zugeordnet, um die Bedeutung zu zeigen. Es ist eine inhaltliche Aufgabe, keine bloße Kommunikationsaufgabe. Hier muss bestimmt werden, wie das Unternehmen sich bezüglich des Themas ESG aufstellt. Und wir sind froh, mit Frau Sukale eine ESG-Expertin im Aufsichtsrat zu haben. Am Ende sind es die Menschen. Und deswegen sind Personalia so wichtig. Wir hatten im letzten Jahr die Wiederbestellung von Herrn Höttges auf der Tagesordnung von Frau Bohle und Herrn Langheim. Und wir sind froh, dass wir Herrn Höttges weiter an Bord haben können. Wir sind froh, dass Frau Bohle an Bord ist. Wir sind froh, dass Herr Langheim da ist. Und wir haben in diesem Februar die Wiederbestellung von Herrn Adel Al-Saleh beschlossen. Wir sind froh, Adel, dass Sie an Bord sind. Wir haben uns natürlich beschäftigt mit der Budget- und Jahresfinanzplanung für das Jahr 2022 und die Mittelfristplanung. Ich kann an der Stelle betonen, wir haben einen integrierten Strategieprozess, einen Mittelfristplanungsprozess und einen Budgetprozess, der wirklich inhaltlich und zahlenmäßig verlinkt ist. Und wir haben uns beschäftigt mit der Lieferkettenproblematik, insbesondere bezüglich der Halbleiterthematik. Und wir haben uns jetzt in diesem neuen Jahr intensiv mit dem Thema Ukraine beschäftigt. Herr Höttges hat darüber gesprochen. Zur Lage und Entwicklung der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr 2021 war für die Deutsche Telekom, wie bereits gesagt worden ist, wieder ein Rekordjahr. Trotz Corona-Krise. Der Umsatz stieg von 7,7% auf 108,8 Milliarden Euro und auch beim bereinigten EBITDA After Leases AL gab es ein kräftiges Plus von 6,6% auf immerhin 37,3 Milliarden Euro. Und der Konzernüberschuss, der bereinigte 5,9 Milliarden plus 2,6%. Die Zahlen sind so schön, Sie haben sie eben schon mal gesehen, aber ich wiederhole sie gerne. Der Konzern befindet sich, und das ist besonders wichtig für uns und für Sie als Aktionäre, befindet sich auf Wachstumskurs. Das operative Geschäft hat sich in nahezu allen Bereichen sehr gut entwickelt. Das Geschäftsjahr war geprägt von der konsequenten Umsetzung und Weiterentwicklung der Konzernstrategie, wie Herr Höttges sie eben dargestellt hat. Nichts ist wichtiger als eine gute Strategie, die wie der Stern das Unternehmen leitet und unverrückt und klar in den Köpfen aller Mitarbeiter ist. Die Transformation des Konzerns in Zeiten des digitalen und des technologischen Wandels. Das Geschäftsjahr 2021 war wieder in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich. Der Vorstand hat zahlreiche Transaktionen abgeschlossen und das Beteiligungsportfolio dabei weiter fokussiert und abgesichert. In den USA ist es dem Vorstand gelungen, den Weg zur Kontrollmehrheit weiter abzusichern. In Deutschland und in Europa sind die Marktpositionen verbessert. Herr Höttges hat darauf hingewiesen, mit stabilen Netzen hat das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Meisterung, zur Bewältigung der Corona-Folgen geleistet. Mit dem beschleunigten Ausbau von Glasfaseranschlüssen in Deutschland leistet das Unternehmen einen wichtigen Zukunftsbeitrag. Insgesamt hat die Deutsche Telekom ohne Ausgaben für Mobilfunkspektrum 2021 weltweit 18 Milliarden Euro investiert, davon in Deutschland allein 5,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen hat damit trotz schwieriger Rahmenbedingungen
Er hat gesagt, im letzten Jahr nochmal deutlich gemacht, wie groß die Belastungen aus der Regulierung sind. Eine sehr gute Basis für weitere Erfolge gelegt. Das hervorragende Geschäftsjahr bestätigt die gute Arbeit des Vorstands. Und deswegen, Herr Höttges, Ihnen und Ihrem Team ganz, ganz herzlichen Dank. Und Lob ist natürlich immer die Herausforderung, es demnächst noch besser zu machen. Ich teile da. Herr Höttges hat mal gesagt, er wäre nie zufrieden. Nein, er wäre immer unzufrieden. Und ich habe gesagt, das unterscheidet uns beide. Ich bin nie zufrieden. Und das macht schon einen kleinen Unterschied, ob man immer unzufrieden ist oder nicht immer zufrieden. Aber wie auch immer, die Richtung ist klar. Wir wollen nach vorne. Der harte Wettbewerb in der Telekommunikationsbranche und die Substitution durch Internetkonzerne wie Google, Facebook und Amazon bleiben für die Deutsche Telekom dennoch herausfordernd. Während die meisten Telekommunikationsunternehmen in Europa dem Druck zum Teil nur schwer standhalten, ist die Deutsche Telekom sehr gut aufgestellt. Mit der weiterentwickelten Strategie 2030 zum führenden digitalen Telekommunikationsunternehmen ist das Unternehmen zur Wahrnehmung der Chancen gut aufgestellt. Und deswegen fällt es mir leicht, an dieser Stelle meine Arbeit hier zu beenden, Herr Höttges. Aber wir werden ja gleich über den Nachfolger sprechen und er wird es genauso sein wie ich. Insofern ändert sich diesbezüglich nichts, Herr Höttges. So, auf Basis der im Geschäftsjahr 2021 erreichten Ergebnisse schlagen Vorstand und Aufsichtsrat entsprechend der angekündigten Ausschüttungspolitik eine Dividende von 64 Cent je Aktie vor. Zusammenfassend, die Strategie ist klar definiert. Es geht jetzt darum, sie klar umzusetzen. Und ich bin sicher, das sage ich hier, dass es dem Vorstand und den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gelingt, die Stärke der Deutschen Telekom auch weiterhin unter Beweis zu stellen. Meine Damen und Herren, ich komme zum Thema Abschlussprüfer, Konzernabschlussprüfer. Ich möchte hier kurz auf den anstehenden Wechsel des Abschlussprüfers im Geschäftsjahr 2022 eingehen, über den Sie heute unter Top 5 entscheiden. Wir schlagen Ihnen die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Wahl vor. Der Wahlvorschlag des Aufsichtsrats beruht auf einer Empfehlung des Prüfungsausschusses, der zuvor ein umfangreiches Ausschreibungs- und Auswahlverfahren gemacht hat. Ich möchte an dieser Stelle dem ausscheidenden Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers, PwC, für die langjährige gute Zusammenarbeit danken. Meine Damen und Herren, Personalia. Ich komme nun kurz zu den Personalia im Vorstand und Aufsichtsrat. Vielleicht so ein bisschen mehr im Detail als eben schon angekündigt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr gab es keinen Wechsel im Vorstand. Es gab aber drei Wiederbestellungen. Wir haben im Dezember 2021 die Bestellung von Herrn Höttges zum Vorstandsvorsitzenden zum 31. Dezember 2021 aufgehoben und ihn mit Wirkung zum 1. Januar 2022 für eine weitere fünfjährige Amtszeit zum Vorstandsvorsitzenden wiederbestellt. Es tut mir leid, dass ich nicht dabei bin. Ich werde mit Ihnen gerne weitermachen. Ferner haben wir im Februar 2021 Frau Bohle zum Vorstand für das Ressort Personal und Recht mit Wirkung zum 1. Januar 2022 für eine weitere Amtszeit wiederbestellt. Ebenfalls im Februar 2021 haben wir die Wiederbestellung von Herrn Langer zum Vorstand für das Ressort USA und Unternehmensentwicklung mit Wirkung zum 1. Januar 2022 für eine weitere Amtszeit beschlossen. Es ist bewundernswert. Herr Langer, es ist bewundernswert, wie Sie die, ja, manche nennen es Deals, wir nennen das sozusagen die Transaktionen so gestalten, dass sie wirklich sinnvoll sind und dabei an alle Kleinigkeiten denken, sowohl in der Chancenwahrnehmung wie in der Risiko.
Mitigation. Das ist einfach toll, wie detailliert und ja, präzise Sie arbeiten. Und dass Sie ein guter Verhandler sind, das wissen wir auch. Das wissen wir sehr zu schätzen. Schließlich haben wir im Februar dieses Jahres, wie ich schon sagte, ein Al-Saleh für das Ressort des Systems mit Wirkung zum 1. Januar 2023 für eine weitere Amtszeit wiederbestellt. Es ist guter Brauch, bei der Telekom auch vertraglich geregelt, im 8. Monat, also in der ersten Hauptversammlung, in der ersten Aufsichtssitzung, die in den 12-Monats-Zeitraum fällt, die Wiederbestellung durchzuführen. Wir freuen uns, dass wir so ein starkes Vorstandsteam haben. So, ich komme damit. Ich kann mir die Bemerkung nicht verkneifen, wenn ich zurückgucke. Heute wird verdammt viel geklatscht. What a difference, ne? So, Aufsichtsrat. Veränderungen bei den Anteilseignervertretern. Auf Seiten der Anteilseignervertreter gab es im Geschäftsjahr 21 keine personellen Veränderungen. Mit der heutigen Hauptversammlung enden die Amtszeiten von Herrn Dr. Rolf Bösinger, Herrn Professor Dr. Michael Kaschke, Frau Dagmar Kollmann und von mir. Die letzteren beiden regulär und die ersten beiden durch Amtsniederlegung. Herr Dr. Bösinger und Herr Professor Kaschke und ich scheiden aus dem Aufsichtsrat aus. Frau Kollmann soll wieder bestellt werden. Neu in den Aufsichtsrat bestellt werden sollen Herr Dr. Frank Appel, Frau Katja Hessel und Herr Stefan Wintels. Ich möchte die Kandidatinnen und Kandidaten gleich vorstellen. Die Wahlvorschläge stützen sich auf entsprechende Empfehlungen des Nominierungsausschusses und berücksichtigen die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele sowie das Kompetenzprofil. Dadurch wird sichergestellt, dass die als wesentlich erachteten Kompetenzfelder in der Gesamtheit des Aufsichtsrates abgedeckt werden. Die Lebensläufe der Kandidatinnen und Kandidaten finden Sie in der Einladung zur Hauptversammlung. Auf unseren Vorschlag, Herrn Dr. Appel in den Aufsichtsrat zu wählen, möchte ich etwas ausführlicher eingehen, da es hierzu im Vorfeld einige kritische Stimmen gab. Moniert wird, dass Herr Dr. Appel den Aufsichtsratsvorsitz übernehmen soll und gleichzeitig für einen begrenzten Zeitraum noch Vorstandsvorsitzender der Deutschen Post bleibt. Nach unserer Einschätzung ist es sachgerechter, die Übernahme eines Aufsichtsratsvorsitzes bei gleichzeitiger Ausübung eines Vorstandsvorsitzes im konkreten Einzelfall zu betrachten, als sich an starren Mandatsgrenzen zu orientieren. Diese Sichtweise, das betone ich ausdrücklich, steht auch im Einklang mit dem deutschen Corporate Governance Codex, der es in Unternehmen gerade ermöglichen möchte, unternehmensspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen und anerkennt, dass eine Abweichung von Codex-Empfehlungen, nicht Codex-Geboten, sondern Codex-Empfehlungen im Interesse einer guten Unternehmensführung sogar geboten sein kann. Nach Abwägung aller relevanten Aspekte ist die Absicht, Herrn Dr. Appel zum Aufsichtsratsvorsitzenden zu wählen, aus unserer Sicht vernünftig und richtig, und wir sind froh, dass wir Herrn Appel dafür gewinnen konnten. Insbesondere ist sichergestellt, dass Herr Appel genügend Zeit zur Verfügung stehen wird, um sein Mandat mit der gebotenen Regelmäßigkeit und Sorgfalt wahrzunehmen. Dies wird Herr Dr. Appel Ihnen gleich auch persönlich darlegen. Mit Herrn Dr. Appel schlagen wir in der Hauptversammlung eine Führungspersönlichkeit vor, die zu den erfahrensten Managern in Deutschland gehört. Er verfügt über eine ganze Reihe von Fähigkeiten, die ihn für die neue Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden der Deutschen Telekom, ihrer Gesellschaft, bestens qualifizieren. So hat er bei der Deutschen Post in den letzten Jahren die Digitalisierung konsequent vorangetrieben. Darüber hinaus hat er ein ausgeprägtes Verständnis für das Wirtschaften in regulierten Märkten. Und in seiner bisherigen Rolle hat er gezeigt, wie man ein Unternehmen erfolgreich im globalen Wettbewerb positionieren kann.
Vor diesem Hintergrund halten wir ihn für eine außerordentliche qualifizierte Besetzung. Verfügbare Kandidaten dieses Kalibers sind rar. Und ich wiederhole nochmal, wir sind froh, dass wir Herrn Appel gewinnen konnten. Und jetzt eine persönliche Vorstellung von Herrn Dr. Appel. Herr Dr. Appel, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Lehner. Ich soll jetzt ja in die andere Richtung gucken. Liebe Aktionärinnen und liebe Aktionäre, in der Tat freue ich mich sehr, dass ich heute hier bei Ihnen zur Wahl stehe. Sie haben gerade von Herrn Höttges gesehen, welch großartiges Unternehmen das ist. Und wenn dann eine solche Aufgabe an einen herangetragen wird, dann freut man sich über so eine Aufgabe. Ich möchte kurz drei Dinge tun, kurz zu meiner Person, dann welche Erfahrungen ich mitbringe, um diesem tollen Unternehmen vielleicht zu helfen. Und das Dritte, auch ein paar kritische Fragen sind ja schon gerade angesprochen worden, warum ich genügend Zeit habe, auch für die Deutsche Telekom als Aufsichtsratsvorsitzender zu arbeiten. Ich bin selber in Hamburg geboren, vor 60 Jahren, bin verheiratet, habe zwei Kinder, bin als Ausbildung ein Chemiker in München und dann an der ETH in Zürich in Neurobiologie promoviert, also ein bisschen was anderes, als was ich heute tue. Aber ich habe da eine ganze Menge gelernt als Wissenschaftler, den ich da dann eben ausgeübt habe. Was ich als Erfahrung mitbringe, sind 19 Jahre Vorstand oder mehr als 19 Jahre Vorstand, davon mehr als 14 Jahre als Vorstandsvorsitzender der Deutsche Post DHL-Gruppe. Das ist das globalste Unternehmen weltweit. Ja, sind sehr an der Digitalisierung interessiert, was ich selber führe. Die Digitalisierung ist direkt bei mir angesiedelt. Genau das gleiche Thema wie das für ESG, wie das jetzt neudeutsch heißt. Auch das ist bei mir direkt angesiedelt. Herr Lehner hat schon davon gesprochen, dass ich mich mit der Bundesbeteiligung auskenne, weil das bei uns genauso ist. Mit dem Sozialpartner ausgekennt, das ist die gleiche Gewerkschaft wie bei uns. Dass ich mich mit der Regulierung, dem Sozialpartner und natürlich auch den Finanzen sehr gut auskenne, können Sie sich vorstellen, als Vorstandsvorsitzender. Deswegen glaube ich, da bringe ich eine ganze Menge Dinge mit, die man auch in diesem Geschäft hier braucht. Dann die kritische Frage, kann denn ein Vorstandsvorsitzender tatsächlich so einen Aufsichtsratsvorsitzenden parallel führen? Um das zu ermöglichen, haben wir schon natürlich im Vorfeld auch über meinen Übergang nachgedacht und ich werde jetzt schon im Juli einen Teil meiner Verantwortlichkeit abgeben, insgesamt 8 Personen, die heute berichten. Der Umfang davon ist etwa ein halber bis ein ganzer Tag pro Woche. Das gebe ich ab dem 1. Juli vollständig ab. Davon bin ich zutiefst überzeugt, dass es mir dann genügend Gelegenheit gibt und Zeit gibt, mich dann um die Aufgabe hier zu machen. Darüber hinaus sollten Sie vielleicht wissen, dass ich als junger Vorstandsvorsitzender zeitgleich 3 Jahre Aufsichtsratsvorsitzender der Postbank war. In einer Zeit, als Lehman Brothers bankrott gegangen ist. Und ich hatte von der Bank, glaube ich, viel weniger Verständnis als von Digitalisierung und Technologie. Und damals habe ich das, glaube ich, ganz erfolgreich gemacht und dieses Unternehmen in andere Hände übergeben. Zusätzlich habe ich selber 2-mal eine Division selber geführt, weil wir Krisen hatten und weil diese Division nicht so gemacht hat, einmal für 1 Jahr und einmal für 2 Jahre. Das habe ich parallel zu meiner Aufgabe gemacht, die ich als Vorstandsvorsitzender mache. Deswegen glaube ich, dass ich weiß, was es bedeutet, eine zweite Aufgabe zu übernehmen, weil ich das schon getan habe. Und deswegen glaube ich, dass ich genügend Zeit haben werde, um diese Aufgabe erfolgreich, das Management insbesondere erfolgreich dabei zu unterstützen, dieses Unternehmen weiter so gut zu führen. Deswegen, das ist mir eine Ehre, Herrn Lehner zu folgen. Herr Lehner, herzlichen Glückwunsch nochmal zu Ihrer tollen Leistung. Und ich freue mich sehr, wenn Sie mir das Vertrauen schenken würden, so wie Sie das Herrn Lehner lange geschenkt haben, und mich in den Aufsichtsrat wählen. Und deswegen vielen Dank für Ihr Vertrauen im Voraus. Ja, Wortmeldungen kommen später. Nein, nicht direkt darauf. Sie können sich bitte am Wortmeldeschalter melden und dann kommen Sie auf die Rednerliste. Lieber Appel, vielen Dank für die Vorstellung. Ich möchte noch hinzufügen, ein weiterer Vorteil ist, dass Herr Appel hier in Bonn lebt. Er ist nah beim Unternehmen und das ist ein Vorteil, den ich auch in den letzten Jahren sehr zu schätzen gelernt habe, dass man in der Nähe ist. Neben Herrn Dr. Appel schlagen wir Frau Dagmar Kollmann zur Wiederbestellung vor. Frau Kollmann ist Unternehmerin,
ehemalige Vorsitzende des Vorstands der Morgan Stanley Bank in Frankfurt-Main und ehemaliges Mitglied des Board of Directors der Morgan Stanley Bank International in London. Sie ist Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten und Beiräten sowie Mitglied der Monopolkommission. Frau Kollmann ist ein wertvolles Teammitglied und führt erfolgreich den Vorsitz im Prüfungsausschuss. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in nationalen und internationalen Top-Finanzpositionen ist sie mit ihrer Expertise weiterhin eine ideale Ergänzung in unserem Aufsichtsrat. Soweit es kritische Stimmen in Bezug auf die Unabhängigkeit von Frau Kollmann gibt, möchte ich hierzu Folgendes sagen. Der Aufsichtsrat hat sie im Vorfeld zu seinen Wahlvorschlägen mit der Unabhängigkeit sämtlicher Kandidaten befasst. Frau Kollmann wurde, wie auch die anderen Kandidaten, dabei ohne Zweifel als unabhängig eingeschätzt. Frau Kollmann ist seit 10 Jahren im Aufsichtsrat. Sofern der Kodex bei einer Mitgliedschaft von mehr als 12 Jahren einen Indikator für eine fehlende Unabhängigkeit sieht, wird der Aufsichtsrat in 2 Jahren selbstverständlich sorgfältig prüfen, ob Frau Kollmann weiterhin als unabhängig gelten kann. Der Indikator selbst führt nicht automatisch zum Verlust der Unabhängigkeit. Sollte Frau Kollmann in 2 Jahren nicht mehr als unabhängig gelten, würde der Vorsitz im Prüfungsausschuss von einem anderen unabhängigen Aufsichtsratsmitglied übernommen werden. Frau Kollmann, wir freuen uns, dass Sie bereit sind, weiter mitzumachen. Frau Katja Hessel ist seit 2021 parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister der Finanzen. Sie ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages und war zuvor Mitglied des Bayerischen Landtags sowie Mitglied der Bayerischen Staatsregierung als Staatssekretärin für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie. Frau Hessel ist Juristin und Steuerberaterin. Sie verfügt über Erfahrung in Finanzfunktionen und ist mit ihrer Expertise eine sehr gute Ergänzung im Aufsichtsrat der Deutschen Telekom. Wir sind froh, Sie an Bord begrüßen zu können, wenn Sie denn heute hier von unseren Aktionären gewählt werden. Frau Hessel, herzlich willkommen. Herr Stefan Wintels ist seit 2021 Vorsitzender der Vorstands der KfW. Davor bekleidete er verschiedene Managementpositionen bei der Citicorp Group und bei der Deutschen Bank und verfügt damit über langjährige Erfahrungen im Bereich der Finanzdienstleistungen. Herr Wintels hat Betriebswirtschaftslehre studiert. Mit seiner Expertise und seinen langjährigen Erfahrungen ist er eine ideale Ergänzung für den Aufsichtsrat der Deutschen Telekom. Wir sind froh, dass wir Sie für diese Aufgabe gewinnen können. Soweit zur Anteilseignerseite. Nun zu Veränderungen auf der Arbeitnehmerseite. Auf Seiten der Arbeitnehmervertreter gab es im letzten Jahr keine Veränderung. Mit der heutigen Hauptversammlung endet die Amtszeit von Frau Sibylle Spoh. Sie hat ihr Mandat niedergelegt. Für sie wird Frau Susanne Schöttke als von der Delegiertenversammlung gewähltes Ersatzmitglied in den Aufsichtsrat nachrücken. Frau Schöttke ist Landesbezirksleiterin Nord bei Verdi. Frau Schöttke, herzlich willkommen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei den ausscheidenden Aufsichtsratsmitgliedern Herrn Bösinger, Herrn Kaschke und Frau Spoh für ihre wertvollen Beiträge für die Deutsche Telekom in all den Jahren herzlich bedanken. Alle Aufsichtsräte wissen, dass Aufsichtsraten nicht einfach ist und dass das mit mehr oder weniger Engagement betrieben werden kann. Deswegen, Herr Bösinger, noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank für die gute Kooperation, die wir hatten. Da waren manche schwierige Themen dabei und ich bin dankbar dafür, dass wir immer in konstruktiver Weise eine Lösung gefunden haben. Herzlichen Dank. Applaus
Meine Damen und Herren, ich komme damit zur Corporate Governance. Wie Sie dem Geschäftsbericht entnehmen können, hat die Deutsche Telekom den Empfehlungen des deutschen Corporate Governance Codex im Jahr 2021 seit Abgabe der letzten Erklärung entsprochen. Im laufenden Geschäftsjahr werden wir den Empfehlungen mit Ausnahme der Empfehlung C5 entsprechen. Nach der Empfehlung C5 sollten Vorstandsmitglieder börsennotierter Gesellschaften insgesamt nicht mehr als 2 Aufsichtsratmandate in konzernexternen börsennotierten Gesellschaften oder vergleichbare Funktionen und keinen Aufsichtsratsvorsitz in einer konzernexternen börsennotierten Gesellschaft wahrnehmen. Der Grundsatz, der dieser Empfehlung zugrunde liegt, lautet: Jedes Aufsichtsratsmitglied achtet darauf, dass ihm für die Wahrnehmung seiner Aufgaben genügend Zeit zur Verfügung steht. Unsere Gründe für die Abweichung von der Empfehlung C5 habe ich im Rahmen meiner Ausführungen zum Wahlvorschlag in Bezug auf Herrn Appel eben schon genannt. Und ich denke, Herr Appel, Sie haben das inhaltlich gut gefüllt. Vielen Dank dafür. Zusammengefasst, wir bevorzugen eine Lösung, die auf den Einzelfall passt. Solange sichergestellt ist, dass ein Mitglied des Aufsichtsrats der Deutschen Telekom genügend Zeit für die Wahrnehmung seiner Aufgaben zur Verfügung steht. Es mag sein, dass eine Vorstandstätigkeit und ein Aufsichtsratsvorsitz, wie der Kodex in seiner Begründung ausführt, in der Regel nicht miteinander vereinbar sind. Wir sehen in unserem Vorschlag für die Wahl von Herrn Dr. Appel aus den genannten Gründen eine gut begründete Ausnahme von dieser Annahmeregel. Vorstandsvergütung. Spannendes Thema, schwieriges Thema. Ich komme nun zur Vorstandsvergütung und möchte hierzu auf 2 Themen eingehen, die heute zur Beschlussfassung stehen. Erstens, Billigung des Vorstandsvergütungssystems, das ist der Top 8. Und zweitens, des Vergütungsberichtes, das ist der Punkt 10 der Tagesordnung, zum Vergütungssystem. Im letzten Jahr hat die Hauptversammlung unser neues Vorstandsvergütungssystem mit deutlicher Mehrheit, aber ich sage auch mit nur 72,7% gebilligt. Das Vorstandsvergütungssystem legt die Rahmenbedingungen fest, nach deren Maßgabe den Vorstandsmitgliedern vom Aufsichtsrat Vergütungsbestandteile gewährt werden. Insgesamt, das freue ich mich hier mitteilen zu können, sind sämtliche Vorstandsmitglieder in das neue Vergütungssystem gewechselt. Im Nachgang zur letzten Hauptversammlung haben wir im fortgesetzten Dialog mit Investoren entschieden, das Vergütungssystem in 3 Punkten anzupassen und so das geänderte Vergütungssystem der diesjährigen Hauptversammlung noch einmal zur Billigung vorzulegen. Der erste Punkt ist der Verzicht auf die außerordentliche Erfolgsvergütung. Wir hatten uns in unserem Vergütungssystem das Recht vorbehalten, wir als Aufsichtsrat, in außerordentlichen Fällen besondere, im Unternehmensinteresse liegende Leistungen eines Vorstandsmitglieds mit einer außerordentlichen Erfolgsvergütung zu honorieren. Es ist dann allerdings deutlich geworden, dass einige Investoren diesem diskretionären Element kritisch, wenn nicht sogar sehr kritisch, ich könnte auch sagen zu kritisch, gegenüberstehen und daher im Vorjahr trotz Akzeptanz des Vergütungssystems im Übrigen gegen die Billigung des Vergütungssystems gestimmt hatten. Der Aufsichtsrat hat sich mit dem Ziel einer noch breiteren Unterstützung des Vergütungssystems durch die Aktionäre deswegen dafür entschieden, nun auf die Option, auf die Möglichkeit einer außerordentlichen Erfolgsvergütung zu verzichten. Der zweite Punkt, Erhöhung Maximalvergütung des Vorstandsvorsitzenden. Die Maximalvergütung des Vorstandsvorsitzenden soll künftig bei 9,1 Millionen Euro statt, wie bisher, 8,5 Millionen Euro liegen und die Vergütungszuflüsse auf diese Höhe begrenzen. Damit werden der neuen Maximalvergütung künftig auch alle Vergütungszuflüsse unterworfen, die dem Jahr der Einführung des neuen Vergütungssystems zuzurechnen sind. Für Vergütungen früherer Jahre
gelten die alten, vertraglich vereinbaren Höchstgrenzen fort. Nach der letztjährigen Hauptversammlung haben wir die Angemessenheit und Üblichkeit der Ziel- und Maximalvergütung der Vorstandsmitglieder noch einmal überprüft. Hierbei hat sich gezeigt, dass die Maximalvergütung beim Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft im Vergleich zu anderen DAX-Unternehmen deutlich niedriger liegt, als dies anhand der relevanten Größenmerkmale, und hier wird normalerweise die Mitarbeiterzahl, die Marktkapitalisierung und der Umsatz herangezogen, wie das nach diesen Kriterien angezeigt gewesen wäre. Der Aufsichtsrat erachtet vor diesem Hintergrund diese Erhöhung der Maximalvergütung für notwendig, um weiterhin eine wettbewerbsfähige Vorstandsvergütung anbieten zu können. Dies fördert nicht nur die Inzentivierung des aktuellen Vorstandsvorsitzenden, sondern stellt vor allen Dingen auch für die Zukunft sicher, dass die Gesellschaft ein attraktives Unternehmen im Wettbewerb um die bestmöglichen Kandidatinnen und Kandidaten ist. Ich möchte an dieser Stelle nochmal anmerken, dass wir in unserem Vergütungssystem eine ganze Reihe von Caps haben. Die einzelnen Komponenten haben einen Cap, dann haben wir einen weiteren Cap in der Zusammenfassung dieser Caps und dann haben wir nochmal einen Gesamtcap. Und der Gesamtcap liegt deutlich, deutlich unter der Summe der gekappten Einzelelementen. Das heißt, wir haben Cappung bei Einzelkomponenten, wir haben Cappung bei Gesamtelementen und wir haben nochmal eine Cappung für die Summe aller Vergütungselemente. Und diese Summe liegt auch mit 9,1 noch deutlich unter dem, was zur Auszahlung kommen würde, wenn in allen Bestandsteilen Fixvergütung, Short-Term-Incentive, Long-Term-Incentive und Share-Matching-Plänen die Einzelcaps erreicht werden würden. Der dritte Punkt, den wir heute vorlegen, ist eine Einmalkapitalisierung der Altersversorgung des Vorstandsvorsitzenden. Herr Höttges hat bisher eine immer unüblicher werdende entgehaltsbezogene Rente. Die anderen Vorstandsmitglieder haben das, was wir Defined Contribution nennen. Herr Höttges hatte noch aus seiner schon lange zurückliegenden Beginnphase der Vorstandstätigkeit das alte System, was wir ablösen wollten. Und Herr Höttges ist jetzt bereit, sozusagen einen Teil der Einmalkapitalisierung anheimzugeben. Mit der Erweiterung um diese optionale Auszahlungsform beabsichtigt der Aufsichtsrat eine Annäherung an dieser 2009 bereits für Vorstandsmitglieder geltenden beitragsorientierten Versorgungszusagen herzustellen, die ausschließlich eine Einmalzahlung der Versorgungsanwart im Versorgungsfall vorsehen. Im Markt ist es üblich, Versorgungszusagen an DAX-Vorstandsmitglieder als Einmalkapitalraten oder Rentenzusagen zu gewähren. Mit dieser zusätzlichen Option wird das Auszahlungsspektrum erweitert und damit ermöglichen wir, dass alle aktuellen Vorstandsmitglieder im Auszahlungsfall, das heißt bei Eintritt des Pensionsalters, ähnlich behandelt werden. Ein weiterer Punkt auf meiner Liste ist der Vergütungsbericht, der Ihnen heute zur Billigung vorliegt. In diesem Jahr haben Aufsichtsrat und Vorstand erstmals einen Vergütungsbericht nach 162 Aktiengesetz aufgestellt. Das war nicht einfach, weil dieser Paragraph handwerklich ausgesprochen schlecht ist. Und diese Formulierung ist noch milde. Ich könnte das auch ganz anders beschreiben. Und dieser Paragraph lässt leider viele Fragen offen. Und wir mussten damit zurechtkommen. Alle Unternehmen, die jetzt Vergütungsberichte schreiben, sind dabei auf wackeligem Boden. Und ich hoffe, dass durch die Kommentierung, Herr Schmidt, ich gucke auf Sie, dass wir da in Zukunft eine Struktur finden, die uns das Leben einfacher macht. Es hat sich als sehr schwierig erwiesen, eine vernünftige Balance zwischen den Transparenzinteressen des Gesetzgebers, der Investoren einerseits und den Schutzinteressen des Unternehmens und der Vorstandsmitglieder andererseits zu finden. Ich möchte also an dieser Stelle noch mal ganz deutlich sagen, Transparenz ist nicht das Grundprinzip dieser Gesellschaft. Datenschutz ist das Prinzip dieser Gesellschaft und Transparenz ist nur da geboten. Danke. Danke, machen Sie noch mal. Transparenz ist nur da geboten, wo es den Interessen der involvierten Parteien genügt,
aber da auch im Interessenausgleich. Und nach meiner Meinung gehen die Transparenzanforderungen zu weit. Und was der Gesellschaft, der Gesetzgeber formuliert, ist nach meiner Meinung auch zu weit geht. Also hier muss man eine vernünftige Balance finden zwischen den Interessen derer, die wir Eigentümer der Aktien oder des Unternehmens sind, und das Unternehmen, das nicht so sehr strategische Geheimnisse offenlegen will, und auch die Mitarbeiterinteressen sind zu berücksichtigen. Wir werden sehen, was sich da einpendelt. Und wir stellen fest, dass wir auf Investorensicht, was wir in den Abstimmungsrichtlinien sehen, sehr unterschiedliche Anforderungen stehen haben, die es zu meistern gilt. Der Vergütungsbericht, den wir Ihnen nun unter Top 10 zur Billigung vorlegen, balanciert die verschiedenen Verpflichtungen und Interessen, so denken wir, gut aus, aber wir sind da lernfähig. Um uns zusätzlich Sicherheit zu geben, haben wir PricewaterhouseCoopers, unseren Abschlussprüfer, gebeten, den Bericht über die gesetzlich vorgesehene formelle Prüfung auch inhaltlich zu prüfen. Als Ergebnis dieser Prüfung hat PwC den Vergütungsbericht mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Vergütungsbericht ist immerhin 41 Seiten lang und ist eine spannende Lektüre, aber es ist erstaunlich, welcher Raum dem Thema Vergütung zugewiesen wird. Das muss weit über das ökonomische Interesse hinausgehen, was von diesem Thema veranlasst ist. Eins kann ich an dieser Stelle auf jeden Fall sagen: Die Transparenz hat dem Ziel, das mit der Transparenz verfolgt worden war, nämlich die Beschränkung der Vergütung, nicht gedient. Sie hat das Gegenteil bewirkt. Und dann sollte sich der Gesetzgeber mal fragen, wenn er Gesetze macht, was die Auswirkungen sind, und dann vielleicht noch mal in die zweite Gedankenrunde gehen. Im Übrigen, und das betone ich hier ausdrücklich, und das kommt bei diesem Vorstand auch ausdrücklich zum Tragen, die Annahme, dass das Vergütungssystem das einzige System im Unternehmen ist, was das Vorstandsverhalten steuert, ist nun mal total irrig. Und versuchen, alle Steuerungselemente im Vergütungssystem zu verankern, führt ja gerade dazu, dass das Vergütungssystem so komplex ist. Es sind genug andere Steuerungselemente im Unternehmen, wie die strategische Planung, die Berichterstattung und sonstige Elemente, die dazu dienen, dass das Unternehmen kontrolliert werden kann. Es ist nicht nur das Vergütungssystem. Etwas platt könnte ich sagen, nur Schurken denken von anderen schurkisch. Und wer solche Vorschriften zum Vergütungssystem macht, überträgt sein eigenes Menschenbild von sich auf andere. Und dann waren es die Falschen. So, last but not least. Soweit vereinzelt kritisiert wird, dass der Anstieg der Vergütung 21 nicht allein durch eine Vergleichsbetrachtung mit anderen Unternehmen, sogenanntes Benchmarking, gerechtfertigt werden kann, sondern hierfür zusätzlich ein Zuwachs an Aufgaben und Verantwortung erforderlich ist, halte ich dieses Argument nicht voll für tragfähig. Um am Markt wettbewerbsfähig zu bleiben und qualifizierte Vorstände gewinnen und behalten zu können, ist eine benchmarkgerechte Vergütung unabhängig. Aber ich kann unterstützend sagen, durch den Erwerb und die Aktionen in den USA hat sich der Verantwortungsbereich des Vorstands maßgeblich erweitert. Aufsichtsratsvergütung, mein letzter Punkt in meiner Rede. Ich möchte noch kurz auf den Top 9 eingehen. Nach der letzten Anpassung der Aufsichtsratsvergütung im Jahr 2016 hat der Aufsichtsrat die Angemessenheit und Üblichkeit der Vergütung nochmal überprüft. Wir tun das sozusagen ja regelmäßig wie bei der Vorstandsvergütung jedes Jahr. Hierbei hat sich gezeigt, dass die Höhe der Vergütung des Aufsichtsrats im Vergleich zu der anderer Gesellschaften, insbesondere DAX-Unternehmen, niedriger ist, als dies anhand der relevanten Merkmale der Deutschen Telekom an sich angezeigt wäre. Vor diesem Hintergrund hält der Aufsichtsrat eine Erhöhung der Aufsichtsratsvergütung für notwendig. Hierdurch soll auch der gestiegenen Bedeutung und Verantwortung der Aufsichtsratstätigkeit Rechnung getragen werden, wie sie auch in § 107 Aktiengesetz zunehmend deutlich wird. Der Vergleich hat im Weiteren gezeigt, dass die bisherige Struktur der Aufsichtsratsvergütung der Deutschen Telekom üblich und sinnvoll ist
Und deswegen soll die Aufsichtsratsvergütung in ihrer Struktur unverändert bleiben. Meine Damen und Herren, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, ich fasse zusammen. Der Aufsichtsrat hat und wird die Arbeit des Vorstands intensiv auf Basis einer rechtskonformen und effektiven Corporate Governance begleitet und wird begleiten. Die Deutsche Telekom ist strategisch exzellent ausgerichtet. 2030 ist der Leuchtturm, auf den losmarschiert wird. Operativ sind wir klar auf Wachstumskurs. Die Bilanzkennzahlen sind solide und durch den starken Free Cashflow sind wir auch finanziell gut aufgestellt. Damit hat, und das sagte ich bereits, der Vorstand die Basis gelegt, um die Herausforderungen, die auf das Unternehmen zukommen, zu meistern. Aber was noch wichtiger ist, die Chancen zu ergreifen, die vor uns liegen. Dazu wünsche ich dem Vorstand nochmal an dieser Stelle viel Erfolg, ein bisschen Glück auch, aber entscheidend ist das eigene Tun. Der Satz heißt, wer das Richtige tut, kann Erfolg nicht vermeiden. Und deswegen, liebe Aktionärinnen, liebe Aktionäre, ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen und jetzt für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.